Ja, dann begrüße ich jetzt auch herzlich Dr. Kai Steffen. Schön, dass du da bist, Kai, und den Vortrag übernimmst, der Experte auf dem Gebiet Heinrich Focke. Und wenn Sie noch nie im Focke-Windkanal waren, müssen Sie unbedingt einmal hingehen. Ich weiß jetzt nicht, Kai, kannst du vielleicht gleich noch erzählen, Besichtigung wird es ja wahrscheinlich momentan keine geben oder wie regelt ihr das? Auf jeden Fall ist es sehr spannend und wenn ich auch schon mal vorgreifen darf, Kai sitzt auch im ehemaligen Büro von Heinrich Focke. Das ist ja auch besonders toll, dass du dir die Mühe gemacht hast und der Empfang scheint gut zu sein, dass du dich eben dort hinbegeben hast. Also ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Dr. Kai Steffen und Heinrich Focke. Bitte sehr. Gut, dann begrüße ich Sie jetzt auch alle hier im Internet. Normalerweise halte ich meine Vorträge eigentlich immer vor Live-Publikum, was mir wesentlich leichter fällt, als jetzt einfach nur in eine schwarze Kamera zu gucken. Ja, ich sitze jetzt hier direkt im Windkanal. Das ist kein falsches Bild. Das ist jetzt der wirkliche Windkanal, das wirkliche Büro von Heinrich Focke. Und wir haben den Vortrag als eine persönliche Begegnung mit Heinrich Focke bezeichnet, weil ich letztendlich dem Flugpionier Heinrich Focke schon als kleines Kind einmal sehr früh begegnet bin. Das können wir jetzt auch gleich nochmal zeigen. Aber eine unserer wichtigsten Bitten ist auch gerade im... Na, wie schön. Ich muss meinen Bildschirm jetzt zuerst mal teilen, sonst sieht ja keiner den Vortrag, ne? Sekunde. Jetzt frage ich mal Marion, kann man jetzt meine Folie sehen? Ja, kann man, sehe ich. Wunderbar, das klappt also. Gut, es geht um Heinrich Focke, den Sohn des Gründers des Focke-Museums. Und wir fangen mal mit einer... Ja. Haben wir tatsächlich ein Problem? Nein, es geht mit der Maus, geht es und nicht mit der Tastatur. Anne, unsere erste und vielleicht auch die wichtigste Folie ist, wir haben uns beispielsweise jetzt hier eine neue Kamera leisten müssen, weil unsere alte Webcam gerade den Geist aufgegeben hat. Wir müssen auch gerade in Zeiten von Corona, womit ich jetzt auch gleich mal ansprechen möchte, was Marion eben meinte, können wir öffnen? Nein, wir können hier im Windkanal trotz der relativ geringen Ansteckungszahlen bei Corona im Moment nicht aufmachen, weil Sie werden am Ende des Vortrags auch noch Bilder aus dem Windkanal sehen. Das ist hier einfach so extrem eng, dass es vollkommen unmöglich ist, irgendwelche Mindestabstände einzuhalten oder irgendwelche Gruppen zu führen, dass wir also im Prinzip jetzt sehr wenig Einkommen haben werden wahrscheinlich. Es wäre schön, wenn Sie vielleicht mal eine Textverarbeitung öffnen, sich merken, Screenshot gleich drücken und Steuerung fordern zum Einfügen. Dann wir einmal unsere Bankverbindung und unseren Kontakt über PayPal. Wenn das jemand nutzen mag, würden wir uns sehr freuen. Und dann würde ich jetzt einfach einmal mit Heinrich Focke beginnen und mit dem Zeitpunkt, wo ich Heinrich Focke persönlich kennengelernt habe. Das Bild hier, das ist der Bahnübergang in Bremenhorn. Wenn man jetzt hier links über den Bahnübergang gehen würde, dann würde man da etwa 300-400 Meter zu Heinrich Fockes Haus kommen. Was rechts im Bild ist das Gebäude, das ist der ehemalige Kleinbahnhof der Jan-Reiners-Eisenbahn, die von der jetzigen Stadthalle bis nach Tarmstedt gefahren ist und dann ist sie eben über Horn gefahren, ist da auf den Jan-Reiners-Weg eingebogen. Und als ich Fahrradfahren gelernt habe, vielleicht 5, 6 Jahre alt war, vielleicht auch erst 4, war ich eben sehr oft an dem Bahnübergang, habe mir die Loks angeguckt, die Dampfloks, und da gab es 2 rote Bänke, wo dann eben öfter ein alter Herr saß, der mir als Kind Bonschen schenken wollte und an den ich mich also sehr genau noch erinnern kann, weil ich damals Heinrich Focke die Bonschen nicht entgegennehmen durfte. Meine Mutter hatte damals gesagt, so lieber nicht von fremden Leuten was nehmen. Und dann wurde ich da weggezogen. Und dann weiß ich noch ganz genau, dass der alte Herr genauso, wie er jetzt auf diesem Bild da steht, nachgeguckt hatte und geschaut hatte, warum um alles in der Welt darf ich denn jetzt zu diesem Kind nicht so nett sein, wie ich gerne sein wollte. Das war meine erste Begegnung mit Heinrich Focke. Und dann gab es im Prinzip erstmal für fast 30 Jahre, wo ich nichts mehr von Heinrich Focke gehört hatte, bis irgendwann im Verlag Peter Kurze Heinrich Focke mein Lebensweg aufgelegt wurde. Das sind die Memoiren des Bremer Luftfahrtpioniers in der zweiten Auflage. Die erste Auflage hatte Heinrich Focke 1977 herausgegeben. Und 1997 habe ich dann das Buch bekommen. Das war genau zum Ende meines Diploms. Hatte ein Diplom geschrieben, habe dann schon in der Kohlmannstraße gewohnt, was wiederum in direkter Nähe der Elsa-Brennström-Straße, und bin dann ganz oft bei diesem Haus hier vorbeigekommen und man sieht kein Haus. In diesem riesengroßen Gebüsch, was man da sieht, da steht Heinrich Fockes Wohnhaus. Das ist ein Messerschmidt-Haus, was von dem Flugpionier Willy Messerschmidt in München gebaut wurde, was eigentlich unglaublich genial gebaut wurde.
Das war ein Leichtbauhaus mit einem Leichtbaudachstuhl, mit Schaumbeton-Fertigteilen in Stahlrahmen, die also auch fast nichts gewogen haben, mit Schaumbeton-Decken. Und das Ganze wurde in wenigen Tagen zusammengestellt und dann konnte die Familie Focke 1948 da relativ zügig einziehen. Und wenn wir jetzt schon einmal da sind, wo Heinrich Focke gewohnt hat, können wir uns auch noch einmal anschauen, wo Heinrich Focke sonst noch gewohnt hatte. Nämlich die uns bekannten Wohnsitze von Heinrich Focke. Ich bin jetzt mal gespannt, ob man auch mal eine Maus sehen kann. Sollte man eigentlich. Die beginnen hier im Bremer Viertel in der Humboldtstraße Nummer 52. Da hat Heinrich Focke gewohnt, als er geboren wurde, aber nur wenige Monate. Weil ab 1890 ist Heinrich Focke dann mitsamt seiner Familie in die Fassmerstraße gezogen. Das ist dann hier. Kurze Frage an Marion. Kann man die Maus sehen? Jo, gut, danke schön. Und hat dann im Prinzip bis zu Beginn des Zweiten Weltkriegs in der Fassmerstraße gewohnt. Das Haus wurde dann irgendwann zerstört. Dann zog Heinrich Focke hier in die Straßburger Straße und später etwas weiter raus nach Bremen-Horn in die Elsa-Brennström-Straße. Wenn man zu der Zeit, also sagen wir mal irgendwann 1948, 50 in der Elsa-Brennström-Straße war, da begannen danach im Prinzip die Wiesen. Da gab es hinter, das war wirklich absoluter Stadtrand, nur noch Wiesen, noch eine Eisenbahnlinie nach Hamburg und danach nur noch Wiesen. Die Universität gab es damals natürlich noch nicht. Es gab auch noch keine Bebauung, so wie heute. Es sah also ganz anders aus, als es heute aussieht. Wir schauen uns jetzt noch einmal an. Beginnt mit dem ersten Haus von Heinrich Focke. Das ist jetzt hier Fockes Haus in der Humboldtstraße und zwar auf der linken Seite ist meiner Meinung nach die 52. Das Haus steht noch, aber fast schon wie in Bremen üblich kann man an dem Haus keinerlei Plakette sehen oder keinen Hinweis, dass Heinrich Focke hier in diesem Haus geboren wurde oder zumindest die ersten Monate seines Lebens verbracht hat. Fockes nächste Station war die Fassmerstraße 25. Das ist jetzt die Fassmerstraße 24. Das ist mitten im Viertel ein riesengroßer freier Platz, wo früher einmal die Fassmerstraße lang lief. Die 25 wird also irgendwo links oder rechts neben der 24 gewesen sein oder vielleicht auch gegenüber. Aber man bekommt mit diesem Haus schon einmal einen Eindruck, wie wahrscheinlich auch Fockes Haus oder das Haus von Johann Focke als seinem Vater damals ausgesehen haben mag. Der nächste Schritt, der nächste Umzug war dann in die Straßburger Straße 30. Das Haus Straßburger Straße 30 steht leider nicht mehr. Das wäre hier das hellblaue Haus gewesen oder hier stand einmal das Haus Nummer 30. Und man kann sich wieder an dem Nachbarhaus in Gelb etwa überlegen, so oder so ähnlich wird dann auch das Wohnhaus Fockes ausgesehen haben. Darf ich dich ganz kurz unterbrechen, Kai? Ja. Nur weil es mir gerade, da habe ich mal gewohnt. Als ich nach Bremen kam, in diesem Haus, Straßburger Straße 30, hat mein Mann tatsächlich ein paar Jahre gewohnt. Und als ich nach Bremen kam, sind wir da zusammen eingezogen, bevor wir dann in unser jetziges Haus gezogen sind. Ist das nicht witzig? Das ist wieder ein Zufall. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber... Nein, das ist mal wieder einer der vielen Focke-Zufälle, die eigentlich gar nicht sein können. Da könnte ich jetzt stundenlang drüber erzählen, aber ich habe ja nun leider nur 35 Minuten oder 30 Minuten. Ich mache mich auch wieder stumm. Deswegen ziehen wir jetzt einfach mal um. Das Bild kennen wir jetzt alle, das ist in Bremen-Horn. Wer da mal vorbeikommt am Riensberger Friedhof, der wird sehen, dass das Haus wirklich vollständig eingewachsen ist mit Efeu, mit Pflanzen. Da ist fast nichts mehr zu sehen. Aber es ist tatsächlich so, wie viele Gerüchte sagen, in dem Haus wohnt nach wie vor Heinrich Fockes jüngster Sohn Ingo. Das Haus ist bewohnt und das ist, wie gesagt, eigentlich ein total tolles und besonderes Haus, was man meiner ganz persönlichen Meinung nach eigentlich dringend unter Denkmalschutz stellen müsste, weil wer in so einem Haus gelebt hat nach dem Zweiten Weltkrieg, so eine Notbehausung, der wird das Haus mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bei nächster Gelegenheit abgerissen haben, weil die Wände sind 10 cm dick, da ist nichts isoliert, da hat man die Kälte oder die Wärme, die man draußen hat, wahrscheinlich in kürzester Zeit auch im Haus. Und wenn sich nun durch glücklichen Zufall hier in Bremen bei einem Flugpionier das Haus eines anderen Flugpioniers erhalten hat, dann müsste man eigentlich alles tun, um dieses einmalige Bauwerk der Nachwelt zu erhalten. So, nochmal ein weiteres Bild. Das ist das Haus dann von hinten. Und was wirklich sehr spannend ist, das ist der Dachstuhl des Hauses, wo man normalerweise dicke Balken nimmt. Aber Willi Messerschmidt hat hier dann aus Leichtmetallprofilen und Stahlprofilen ein Dach konstruiert, was praktisch nichts wiegt, was man ganz einfach auf einem Lastwagen transportieren kann, aber man kann daraus tatsächlich ein wasserdichtes Dach bauen. Ja, was hat
haben wir schon gesagt, ein bisschen hat Heinrich Focke auch sehr berühmte Vorfahren. Der Urgroßvater war der Astronom Heinrich Wilhelm Olbers, der hier auch in Bremen gelebt und gearbeitet hatte. Der Vater war Johann Focke, der Sohn des Gründers, der Vater, der, jetzt habe ich mich verplappert, der Gründer des Focke-Museums. Und eine der wichtigsten Personen in Fockes Leben war dann wohl der Flugpionier Otto Lilienthal, weil Heinrich Focke hat, als er einige Jahre alt war, irgendwann 1900 rum gelesen, da steht ja 1900, hat Focke gelesen, dass Otto Lilienthal die ersten Flugversuche gemacht hatte, dass er tatsächlich fliegen konnte. Aber er hatte damals auch gelesen, dass Lilienthal eben 1896 beim Fliegen abgestürzt ist und dass Fliegen also durchaus gefährlich und tödlich enden konnte. Und diese Erkenntnis hat Heinrich Focke eigentlich Zeit seines Lebens sehr beeinflusst, weil er hat sich sehr viel Mühe gegeben, seine Flugzeuge möglichst sicher zu bauen. Er hat sich überlegt, wie kann ich die Tragflächen konstruieren, damit die Flugzeuge nicht ins Trudeln geraten können? Wie kann ich ein Flugzeug leicht steuerbar machen? Wie kann ich es sehr stabil bauen, also von der Flugstabilität her? Wie kann ich aber auch nicht brennbare oder schwer entflammbare Kraftstoffe verwenden? Also hier am Windkanal haben wir hier gleich neben mir an der Tür einen Zettel von oder ein Schild von Heinrich Focke's Sohn Ingo hängen, wo er uns darauf hingewiesen hatte, dass es die Pugiernuss Iatropha gäbe, aus der man wunderbares Bioöl oder Biodieselkraftstoff gewinnen könnte. Und dann hätte man einen brennbaren, ökologisch sinnvollen Kraftstoff, der sich praktisch überhaupt nicht von alleine entzünden kann. Auch daran hatte Focke gearbeitet. 1902 ging es weiter. 1902 hatte Heinrich Focke Masern und er hat dann mit 12 Jahren gummibetriebene Papierschmetterlinge gebastelt. Die sehen dann so ähnlich aus wie das Exemplar, was wir jetzt hier im Bild sehen. Das ist jetzt ein neuer Papierschmetterling, die werden immer noch so hergestellt und die sollte man damals bei einem Asia-Kaufhaus in der Innenstadt kaufen können. Und wenn man sich das vorstellt, man hat diesen Schmetterling, dann muss man den festhalten, dreht den einmal auf, lässt ihn los und dann fliegt er vielleicht 2-3 Meter weit, wie ein Hubschrauber startet und fliegt dann durch Schlafzimmer damals. Und dann waren die selbstgebastelten Papierschmetterlinge dann eben auch überall im Schlafzimmer und dann durfte Fockes Mutter ihm ständig seine Papierschmetterlinge wieder ans Krankenbett bringen. Heinrich Focke ist dann irgendwann zur Schule gegangen, war auf dem Gymnasium und das Gymnasium hier, das ist die Oberschule am Barkhof. Jetzt weiß ich gar nicht, ob die jetzt wieder Schule ist. Es gab eine Zeit, da war da die Universität drin. Jetzt weiß ich nicht, ob es jemand weiß. Sei ist wieder es, Schule. Ist wieder Schule. Ist eine Oberschule aber. Also kein Gymnasium, aber eine Oberschule seit 5 oder 6 Jahren. Sehr beliebt. Ja, danke schön. Also habe ich auch mal wieder was dazugelernt. Es ist jetzt wieder eine Schule. Da war auch Heinrich Focke. Jetzt herauszufinden, in welchem Klassenraum er war, wäre wahrscheinlich etwas schwierig, aber zumindest war er dort für zur Schule gekommen. Und jetzt kommt ein Teil, den wir eher mit Text machen. 1908, da war Heinrich Focke also gerade mal 18 Jahre alt, hat Heinrich Focke die ersten Flugversuche mit seinem Bruder Wilhelm und einem selbstgebauten Glider gemacht. Es wurde ein selbstgebautes Entenflugzeug entwickelt mit einem kleinen Motor dran, einem 8 PS-Motor. Aber das hat sich auch nur so ein bisschen vorwärts bewegt. Es konnte rollen, aber es konnte nicht fliegen. Heinrich Focke beginnt dann auch ein Studium des Maschinenbaus in Hannover. Und er hatte damals überlegt, ob er lieber Elektrotechnik studieren sollte oder Maschinenbau. Weil Heinrich Focke hatte ein unglaubliches Faible für Elektrotechnik. Das hat ihn damals unglaublich interessiert. Aber man kann natürlich überlegen, was wäre wohl passiert, wenn Heinrich Focke Elektrotechnik studiert hätte und nicht Maschinenbau. Aus der Elektrotechnik kann man eigentlich sehr wenige Fachkenntnisse verwenden, um damit Flugzeuge zu bauen. Vielleicht hat es uns das Elektroflugzeug schon damals gebracht, aber im Endeffekt ist überliefert, dass Heinrich Focke praktisch alles, was er irgendwo im Maschinenbaustudium gelernt hatte, sofort darauf angewendet hatte, wie man es irgendwo im Bau von Flugzeugen für Berechnungsmethoden von Flugzeugen verwenden kann. Zum Beispiel den Cremona-Plan, die Maschinenbauer unter uns wissen, was sich dahinter verbirgt. Mit 22 Jahren, 1912, hat Heinrich Focke dann mit seinen Freunden Hans Kolthoff, Georg Wolf und Winfried Thiemann dann auch ein Motorflugzeug gebaut, was fliegen konnte. 1913 war dann der Erstflug des Eindeckers A5 mit 50 PS. Das ist auch ein sehr einfach gebautes Flugzeug. Wenn man dann mal hier in den Windkanal wieder kommen kann, kann man sich auch Bilder von den Flugzeugen angucken. Die haben wir hier alle an den Wänden hängen. Und 1914 begann dann bekannterweise der Erste Weltkrieg. Heinrich Focke hat sich dann auch zum Kriegsdienst gemeldet, Georg Wolf ebenso und alle Freunde. Und sie haben natürlich alle versucht, so schnell es geht, zur Fliegergruppe zu kommen.
Und Heinrich Focke war dann sehr enttäuscht, dass er nicht fliegen durfte, weil er eben Herzprobleme hatte und dann konnte er nicht fliegen. Georg Wurf durfte fliegen und Heinrich Focke hat es dann tatsächlich geschafft, sich als Funker zu etablieren und er durfte dann als Funker praktisch jedes Funkgerät an diesen ersten primitiven Flugzeugen erstmal ausprobieren, Reichweitenmessungen vornehmen und so weiter und so weiter. Und letztendlich war er dann von allen Soldaten in seinem Regiment derjenige, der mit Abstand die meisten Flugstunden hinter sich hatte, weil er einfach ständig Testflüge gemacht hatte. Innerhalb des Ersten Weltkriegs muss man noch einmal darauf zurückgehen, hat das Focke-Museum noch einmal eine sehr wichtige Rolle gespielt. Man hatte nämlich die A5, die vor dem Krieg gebaut wurde, in den Keller des Focke-Museums eingelagert. Einfach um sicher zu sein, dass im Krieg diesem Flugzeug nichts passiert, weil das war ja sehr wertvoll für die Focke's und die Freunde. Dann hat man bei jedem Fronturlaub aus dem Feld Teile von abgeschossenen Flugzeugen mitgebracht, hat geguckt, was findet man, was kann man irgendwo für die eigenen Flugzeuge verwenden. Man hat das dann in den Keller des Focke-Museums gebracht. Man hat da an der A5 weitergebaut, hat aus der A5 eine A6 gemacht, hat irgendwann, Entschuldigung, aus der A6 eine A7 gemacht. Und als der Krieg dann vorbei war, dann hatte man ein fertiges, funktionsfähiges Flugzeug im Keller des Focke-Museums liegen. Das Focke-Museum war damals natürlich noch nicht in Bremen-Horn, wo es sich heute befindet, sondern das war im Focke-Garten direkt an der Weser. Den kennt vielleicht der eine oder andere. Das ist dieser kleine Park neben der Eisenbahnbrücke, wo die Eisenbahn Richtung Oldenburg fährt. Okay, dann gab es den Vertrag von Versailles. Der Vertrag von Versailles verbot in Deutschland den Bau von Flugzeugen. Es gab diverse Kontrollen im Focke-Museum, ob denn das Flugzeug dann gegen den Vertrag von Versailles verstößt. Und dann hat ein französischer Aufpasserkommissar dann gesagt, dass das Flugzeug im Focke-Museum ein Ausstellungsstück wäre und garantiert nicht zum Fliegen geeignet. Und so konnte man in aller Ruhe an dem Flugzeug weiterbauen und konnte das dann irgendwo, als der Vertrag von Versailles gebrochen oder aufgelöst wurde, aus dem Keller holen und hatte sofort ein voll funktionsfähiges Flugzeug zur Hand. 1921 ist die A7 dann als erstes offiziell amtlich zugelassene Flugzeug aus Bremen geflogen. Und damit stand dann bei Heinrich Focke und Georg Wohl fest, sie wollen aus der Fliegerei ihren Broterwerb machen. Fockes Vater hat das nicht gefallen. Er meinte, der sollte doch lieber was Vernünftiges machen. Aber Focke und Wolf haben sich halt den Kopf gesetzt, wir bauen Flugzeuge. 1923, 24, etwa um die Jahreswende, hat man dann die Focke-Wolf-Flugzeugbau AG hier in Bremen gegründet. Und letztendlich haben Georg Wolf und Heinrich Focke ganz viel Wissen eingebracht. Und viele weitere Sponsoren haben dann das Geld dazu gegeben, damit man also wirklich vernünftig Maschinen kaufen konnte und Flugzeuge bauen konnte. Heinrich Focke und Georg Wolf haben dann auch noch die Pläne für die Focke-Wolf A16 mit eingebracht. Die A16 ist eigentlich das erste Verkehrsflugzeug, was in Bremen in Großserie gebaut wurde. Und darunter verbindet man, oder damit muss man jetzt ein Flugzeug sich vorstellen, wo vier Leute mitfliegen konnten. Einmal der Pilot, der oben vor dem Tragflügel rausgeschaut hatte. Und es gab eine kleine Kabine für drei Personen. Aber das Flugzeug wurde schon in 23 Exemplaren gebaut. Und das ist zu einer Zeit, wo Flugzeugbau eigentlich Unikatfertigung war, eine recht große Stückzahl. 1926 hat Heinrich Focke dann geheiratet. Ein Jahr später musste er dann erleben, wie sein bester Freund Georg Wolf bei einem Testflug der Ente ums Leben gekommen ist. Und diese Ente ist ein sehr besonderes Flugzeug. Das ist sozusagen ein Flugzeug, das rückwärts fliegt. Das Leitwerk ist, das Höhenleitwerk ist vorne in Flugrichtung, das Seitenleitwerk ganz normal hinten. Und es gibt halt vorne einen kleinen Vorflügel und hinten den großen Hauptflügel. Und im Gegensatz zu allen heutigen Flugzeugen erzeugen beide Flügel bei der Ente Auftrieb. Normalerweise erzeugt das Heckleitwerk, das Höhenleitwerk, Abtrieb, damit das Flugzeug stabil fliegen kann. Gut, und 1927 wurde dann auch Fockes erstes Kind Gustav geboren. Gustav hatte leider nur ein sehr kurzes Leben vor sich. Mit 1933 im Alter von 6 Jahren ist Gustav schon an Krebs gestorben. Und im gleichen Jahr ist Heinrich Focke dann auch in das Haus der Schwiegermutter Meier in die Straßburger Straße 30 gezogen. Heinrich Focke hatte insgesamt 5 Kinder. Das erste Kind war, wie gesagt, Gustav, der schon 1933 gestorben ist. Das zweite Kind war Eberhard Focke. Eberhard Focke ist wahrscheinlich vielen Bremern noch bekannt als jemand, der hier in Bremen vogelkundliche Führungen gemacht hatte, wo man dann morgens um 5 im Bürgerpark sich mit ihm treffen könnte, um zu gucken, welche Vögel gibt es da. Da musste man sehr früh aufstehen. Und Eberhard Focke war dann im Überseemuseum
der Ornithologe, der für alles, was irgendwo mit Vogelkunde zu tun hatte, verantwortlich war. 1933 wurde Harro geboren, 1935 Sigrid und 1940 als letztes Kind Ingo. Wenn man jetzt ein klein wenig auf die Geburtsdaten guckt der überlebenden Kinder, dann merkt man, dass zu Beginn des Zweiten Weltkrieges Eberhard gerade erst 9 Jahre alt war und Ingo noch gar nicht geboren wurde. Es ist natürlich jetzt auch für alle Kinder ein bisschen schwierig gewesen, die persönliche Situation im Haus Focke, weil Heinrich Focke natürlich als kriegswichtiger Ingenieur dafür gebraucht wurde, Flugzeuge zu bauen. Das heißt, er war kriegsfähig, er musste Flugzeuge bauen, er musste Hubschrauber bauen und war deswegen sehr wenig zu Hause. Und aus eigenen Erfahrungen weiß ich eben, dass es oftmals sehr schwer ist, wenn man in dem Alter nicht unbedingt den Vater zu Hause hat und vom Vater überhaupt nichts mehr hat. Das war ein kleiner Ausflug in das Privatleben. Jetzt machen wir mal 1930 weiter. 1930 begann eigentlich für Heinrich Focke eine sehr schwierige Zeit. Focke Wulf hatte sehr viele Flugzeuge gebaut, existierte 7 Jahre. Und aufgrund der sich anschickenden Kriegspläne war man halt dabei, dass man versucht hatte, die deutsche Luftfahrt zu vereinfachen. Es gab damals eine Unzahl von kleinen Flugzeugherstellern und die hat man alle zu größeren Firmen zusammengelegt. So wurde als erstes Focke Wulf mit den Albatros Flugzeugwerken in Berlin zusammengelegt. Und damals schon trat Kurt Tank, ein sehr guter Flugzeugkonstrukteur, auf die Bühne. Heinrich Focke beginnt damals an den Hubschraubern zu arbeiten. Er fertigt damals die Zierber-Tragschrauber. Zierber-Tragschrauber, das sind Hubschrauber oder sehen aus wie Hubschrauber. Die haben vorne noch einen Antriebspropeller, der den Vortrieb erzeugt. Und erst durch den Vortrieb des Flugzeugs, des Tragschraubers, dreht sich dann der Hauptrotor. Und erst durch diesen unangetriebenen Hauptrotor bei hoher Drehzahl kann der Tragschrauber dann abheben. Ein Tragschrauber hat keinen angetriebenen Hauptrotor und er kann deswegen auch nicht in der Luft stehen bleiben oder senkrecht steigen oder sinken wie ein normaler Hubschrauber. Und das ist natürlich auch Heinrich Focke aufgefallen, dass man diese Tragschrauber durchaus verbessern könnte und dass es sehr sinnvoll wäre, einen Tragschrauber so umzubauen, dass er senkrecht starten kann, dass er senkrecht landen kann, dass er in der Luft stehen bleiben kann. Und er hat dann die ersten Modellversuche gemacht und hat es tatsächlich 6 Jahre später geschafft, den weltweit ersten kontrolliert steuerbaren Hubschrauber hier in Bremen auf dem Neunlander Feld starten zu lassen. Gehen wir nochmal 3 Jahre zurück. Heinrich Focke schaltet 1933 auf äußeren Druck aus der Leitung der nach ihm genannten Firma Focke Wulf aus. Aber es wird ihm erlaubt, mit seinen alten Ingenieuren, mit den alten Maschinen von Focke Wulf weiterhin am Hubschrauber zu arbeiten. Dann mal ein bisschen weiter. Gut, 1937 wird dann in Delmenhorst-Heuckenkamp die Firma Focke Achilles & Co. gegründet. Das ist eigentlich die erste Hubschrauberfirma der Welt, die Hubschrauber wirklich in Serie fertigen sollte. Und in Delmenhorst-Heuckenkamp ist also eigentlich die erste wirklich Hubschrauberfabrik, die es gibt. Und 1940 hat er dann die Konstruktion des Lastenhubschraubers FA-223 Drache fertig. Das war damals der mit Abstand leistungsfähigste Hubschrauber der Welt. Der hatte gut 1000 PS. Er konnte in Versuchsmustern 1,5 Tonnen heben. Das war also durchaus mal eine Messerschmitt, die im Moor gesunken ist oder ein Auto irgendwo bergen, Leute aus Seenot retten, eigentlich alles Mögliche. Und ursprünglich war dieser Hubschrauber gedacht als ziviler Hubschrauber für die Lufthansa, die dann mit 6 Leuten plus 2 Piloten einfach gedacht hatte, wir fliegen jetzt von einem kleinen Flughafen zum nächsten kleinen Flughafen oder von vielen Flughäfen direkt auf dem Bahnhofsvorplatz von größeren Städten als Zubringer sozusagen oder als direkt, ich merke, ich bin ein bisschen raus, ich erzähle jetzt so lange nichts mehr über Focke. Nein, aber man kann halt mit dem Hubschrauber direkt in einer Stadt landen, direkt im Zentrum, man braucht keine Landebahn und das wollte man damals unbedingt nutzen. Jetzt sagt man natürlich für heutige Verhältnisse 6 Personen, das ist ja gar nichts. Aber man darf dabei nicht vergessen, dass die größten Flugzeuge um 1940, die konnten gerade 26 Passagiere aufnehmen. Und wenn ich dann ein Viertel dieser 24 Passagiere, also 6 Passagiere transportieren kann, dann ist das richtig viel. Das wäre auf heutige Verhältnisse umgerechnet, wo wir Flugzeuge haben, die über 500 Personen transportieren können, beim A380. Dann hätte man einen Hubschrauber, der 125 Personen transportieren kann. Und wenn ich richtig informiert bin, gibt es sowas noch nicht. Gut, Heinrich Focke hatte also hier in Bremen
die FA 223 konstruiert. Die FA 223 sollte dann auch in Delmenhorst-Heukenkamp als militarisierter Zivilhubschrauber gebaut werden, in größeren Stückzahlen. Aber Bremen, das kann man sich hier auf dem Bild ganz gut vorstellen, da ist Bremen, hier irgendwo, wo die 1942, 45 steht, ist England. Die Bomber aus England konnten recht schnell Bremen erreichen und haben dann relativ schnell das Hubschrauberwerk in Delmenhorst-Heukenkamp platt gemacht. Man hat dann die ganze Hubschrauberfertigung hier nach Berlin verfrachtet, wollte im Flughafen Berlin dann Hubschrauber bauen. Dann kamen von dieser Seite die Russen, also auch wieder weg aus Berlin. Dann erstmal nach Ochsenhausen, nach Laubheim und zum Schluss nach Obermeiselstein, wo man den immer weiter aufrückenden Feinden ausgewichen ist, versucht hatte, mit immer weniger Ressourcen immer mehr Hubschrauber zu bauen. Und man hat es im letzten Schritt geschafft, gerade mal 20 Hubschrauber fertig zu bekommen und je nach Quellenlage maximal 10 Stück überhaupt in die Luft. Und somit endete dann eigentlich der Hubschrauber im Krieg und es war vorbei und es gab nicht allzu viele Hubschrauber, die überhaupt jemals in die Luft gekommen sind. Ochsenhausen ist nun vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Es gibt dort einen Getreidespeicher und ein Hubschrauberwerk, das liegt nur wenige hundert Meter auseinander. In diesem ehemaligen Getreidespeicher haben Focke und Familie gelebt. Da war aber auch Konstruktion und Ähnliches untergebracht. Wer möchte, kann das natürlich einmal bei Google nachfragen. Da kann man von diesem Getreidespeicher heute noch Bilder sehen. Dann war der Krieg zu Ende und Heinrich Focke befand sich in Süddeutschland. Süddeutschland war französische Besatzungszone und so war Heinrich Focke oder unterstand Heinrich Focke den Franzosen. Er wurde dann als beratender Ingenieur zu Aero Südest bei Paris gebracht, hat dort unter anderem einen Nachbau der FA 223 hergestellt oder herstellen lassen und er hatte den SE 3101 als Vorläufer der Alouette. Die Alouette ist eigentlich ein sehr bekannter Hubschrauber aus Frankreich, der viele Rekorde gebrochen hat, der bis vor wenigen Jahren noch geflogen ist. Und bei der SE 3101 gab es dann das Problem, dass Heinrich Focke als deutscher Ingenieur dann nicht die erforderlichen Motorleistungen bekommen hatte, dass er nicht den Motor bekommen hatte, den er gerne wollte. Dann war der Hubschrauber zu schwach, er konnte nur einen sehr schlanken Piloten befördern. Der ursprüngliche Testpilot war etwas zu schwer, der konnte nicht abheben. Das ist dann im Hubschraubermuseum Bückeburg in den Untersuchungsunterlagen zu finden. Das war also nicht so ganz das Wahre. Dann durfte Heinrich Focke schon 1948 wieder zurück nach Bremen. Er hat in Bremen dann ein Ingenieurbüro gegründet. Er durfte wieder keine Flugzeuge bauen, wie bereits nach dem Ersten Weltkrieg. Er hat dann die Erfahrung aus dem Flugzeugbau auf Schiffe übertragen, auf Boote, auf Busse und alles Mögliche, wo man eben irgendwo die Erfahrung aus dem Leichtbau verwenden konnte. Beispielsweise sind für die Börsenwerft Tragflächenboote entstanden oder für die norddeutschen Fahrzeugwerke besonders leichte Linienbusse. 48 bis 58 war Heinrich Focke dann auch noch Berater für das britische Luftfahrtministerium. Er war bei den 1950 bei den norddeutschen Fahrzeugwerken Konstrukteur. Und 1951 gab es dann wieder die Hoffnung, an Flugzeugen oder an Hubschraubern arbeiten zu können. Man hatte damals in Holland die Idee, dass man ganz gerne einen Verwandlungshubschrauber bauen wollte. Man würde heute Quadcopter sagen, also ein Hubschrauber mit vier Rotoren. Die vier Rotoren waren an den Enden des Hubschraubers angebracht, an Flügeln, an zwei Flügeln. Dann wollte man das Ganze hochkippen. Dann hätte der Hubschrauber senkrecht starten und landen können, wie ein Hubschrauber. Und wenn man dann Höhe gewonnen hatte, sollten alle vier Rotoren nach vorne gekippt werden. Und dann wäre dieser Verwandlungshubschrauber geflogen wie ein ganz normales Flugzeug mit ähnlichen Geschwindigkeiten, hätte diese Möglichkeit gehabt, genauso schnell zu sein oder fast genauso schnell zu sein wie ein Passagierflugzeug. Aber er hätte die Fähigkeit gehabt, auch in schlechtem Gelände, auf schlechten, unbefestigten Flughäfen ganz normal zu starten und zu landen wie ein Hubschrauber. Den Holländern ist dann irgendwann das Geld ausgegangen und man hatte das gesamte Projekt mit allen Ingenieuren, mit allen Maschinen, die schon gefertigt waren, mit allen Zeichnungen nach Brasilien verkauft. Und Heinrich Focke ist nach Brasilien gegangen, um dort den Hubschrauber Beja Flor zu bauen, aber auch diesen Verwandlungshubschrauber weiter. Der Erstflug des Beja Flors fand dann 1958 statt. Und das Besondere an diesem sehr einfachen Hubschrauber ist, dass dieser Hubschrauber ohne Elektronik in fast allen Fluglagen absolut stabil geflogen ist. Wenn wir hier im Windkanal Gäste haben, dann sagen gerade die Hubschrauberpiloten oder die Hubschraubererfahrenen Leute, dass das eigentlich überhaupt nicht geht. Ein Hubschrauber kann nicht eigenstabil fliegen. Ein Hubschrauber kann sich nicht von alleine in allen Fluglagen stabilisieren.
Aber wir haben jetzt natürlich den großen Vorteil hier im Focke-Windkanal, dass wir diverse Unterlagen und Briefe von Heinrich Focke gelesen haben und gemerkt haben, dass Focke als einer der wohl besten Hubschrauberkonstrukteure, die es jemals auf dieser Welt gab, dass der seine eigenen Leistungen eigentlich immer sehr, sehr klein eingeschätzt hatte, dass er sein Licht eigentlich immer unter den Scheffel gestellt hatte. Und wenn Focke gesagt hat, das geht so vielleicht und gerade eben, dann klappte das eigentlich immer sehr gut. Und er hat seine Leistung, wie gesagt, eher untertrieben als übertrieben, dass wir davon aus, ich sehe schon, ich bin mit meiner Zeit gerade etwas zu weit. Wir sind bei 35 Minuten. Ich beeile mich mal ein bisschen, das ist, glaube ich, jetzt besser. Du hast was gesagt, Marion, ich kann es nicht verstehen. Nee, gut. Beeilen wir uns also. Henry Focke ist dann 1954 immer abwechselnd gewesen, ein Teil des Jahres in Brasilien, ein Teil des Jahres hier in Bremen oder in Deutschland. Er wurde dann an die Technische Hochschule in Stuttgart als Professor berufen, hat da im Wintersemester vorgelesen und ist im Sommer in Brasilien gewesen. Sommer in Brasilien heißt der deutsche Sommer. Brasilien hatte aber Winter, so deshalb ist also immer da gewesen, wo es schön kühl war. 1956 ist er endgültig aus Brasilien nach Bremen zurückgekehrt, hat damit den Borgward Automobilwerken wieder einen Hubschrauber gebaut, den Borgward Colibri. Hat 1960 dann den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland bekommen. 1961 ist Borgward bekannterweise in die Insolvenz gegangen. Die Hubschrauberentwicklung wurde eingestellt. Und damit endete dann eigentlich Heinrich Focke's Leben als angestellter Ingenieur und als Konstrukteur ganzer Fluggeräte. 1961 ist aber auch das Geburtsjahr unseres Windkanals hier. 1961 hat Focke angefangen, diesen Windkanal zu bauen, hat ihn 2 Jahre später fertiggestellt und hat hier dann noch bis zum Ende seines Lebens diverse Forschungen betrieben. Er wurde auch ausgezeichnet für seine Leistung 1968 beispielsweise mit der Howard C. Potts-Medaille des Franklin-Institutes in den USA. Die hat er dann aus dem Sohn des Flugpioniers Sikorsky, das ist Sikorsky, ist der amerikanische Hubschrauberpionier, hier in Bremen überreicht bekommen. 1970 hat er dann noch das Hubschrauberzentrum in Bückeburg mitbegründet. Das ist ein sehr wunderbares Hubschraubermuseum, was ich jedem Menschen, der sich für Hubschrauber interessiert, sehr ans Herz legen würde, da mal hinzufahren. Und bis 1975 hat er dann Strömungsphänomene hier bei uns im Windkanal untersucht und geforscht und geforscht und das selber beschrieben in seinen Memoiren. Es ist mir noch vergönnt, am Stabilitätsproblem des Hubschraubers zu arbeiten und ich werde nicht davon ablassen, bis zur endgültigen Notlandung in der Ewigkeit. Das war 1977. 2 Jahre später ist Heinrich Focke dann hier in Bremen nach einem erfüllten Leben gestorben. Das ist hier einmal die Todesanzeige, die die Vereinigten Flugtechnischen Werke aufgegeben hatten. Das ist heute Airbus. Das will ich jetzt nicht alles vorlesen aufgrund der knappen Zeit. Das ist Heinrich Fockes Grab auf dem Riensberger Friedhof. Das ist also ein kleines, unauffälliges Grab, wo eigentlich die gesamte Familie Focke liegt, soweit sie nicht mehr unter uns weilt. Und es gab noch einige späte Ehren für Heinrich Focke beziehungsweise für sein Fluglabor hier. Wir haben im Jahr 2005, also in dem Jahr, als wir den Windkanal eröffnet hatten als Museum, gleich den Deutschen Preis für Denkmalschutz bekommen, weil es wirklich ein einmaliges Museum ist, wo wir hier sitzen. Ein paar Jahre später, 2011, hat die amerikanische DGLR AIAA den Flughafen Bremen geehrt als einen ganz besonderen Ort in der Geschichte der Luftfahrt, weil hier eben der erste Hubschrauber der Welt gestartet ist in Bremen auf dem neuen Landerfeld. Die Plakette, das hier ist eine schöne Bronzeplakette, die in der Bremenhalle ausgestellt war, vielleicht auch wieder ist, die ist jetzt halt einmal verschwunden gewesen. Noch eine Ehre ist 2018 gewesen. Da steht jetzt ganz groß Weltkulturerbe mit einem riesengroßen Fragezeichen. Es ist fast unglaublich, aber es wurde tatsächlich untersucht, ob der Focke-Windkanal aufgrund des Erbauers Heinrich Focke in das Weltkulturerbe aufgenommen werden sollte als eine der wichtigsten Forschungsstätten im Bereich der Aerodynamik. Aber diese Untersuchungen sind leider eingeschlafen, dass wir nicht wissen, ob daraus nochmal was wird oder nicht. Und ein Jahr später wurden wir von der Vertical Flight Society als einer der weltweit wichtigsten Orte der Entwicklung des Hubschrauberfluges ausgezeichnet. Das ist auch eine sehr schöne Auszeichnung. Auch wenn hier niemals direkt am Hubschrauber geforscht wurde oder nicht an Hubschraubern, die jemals gebaut wurden. Aber so ist letztendlich dieser Windkanal natürlich das Werk Heinrich Fockes. Und eigentlich der einzige Ort in Bremen, neben seinem Haus in Bremen-Horn, der noch komplett erhalten ist und wo man Heinrich Focke
auf eine angemessene Art und Weise gedenken kann. Schauen wir mal weiter. Hier haben wir nochmal ein Bild von der Übergabe und da halte ich in der Hand, da bin ich, da ist dann ein Original-Rotorblatt des Focke-Borgward Kohlenbriefs. Das hat man bei der DLR in Braunschweig gefunden und hatte uns das dann hier in unser kleines Museum gegeben, dass das Rotorblatt dann wieder nach Bremen heimkehrt. Toll ist, dass das ganze Rotorblatt aus Holz gebaut ist. Das ist ganz dünnem Flugzeugsperrholz, super klein, super filigran. Und mit sowas kann man tatsächlich fliegen. Es ist unglaublich, wenn man sich heute die heutigen modernen glasfaserverstärkten oder kohlefaserverstärkten Rotorblätter anguckt, ist das schon faszinierend. Jetzt würde ich eigentlich noch mit Henrich Focke's Windkanal weitermachen, aber ich glaube, wir hören jetzt einfach dabei auf. Es sei denn, ich soll weitermachen. Da möchte ich jetzt mal sozusagen eine Frage an die Regie. Darf ich weitermachen oder wollen wir jetzt? Ja, ich würde zwischendurch gerne noch mal sagen, dass Sie alle Teilnehmer gerne Fragen im Chat schreiben können. Dann kannst du die daher auch noch beantworten. Und bis das soweit ist, kannst du gerne weitererzählen. Gerne. Gut, dann bitte ich jetzt alle Fragen zu stellen. Und wir schauen noch mal ganz kurz in Focke's Windkanal rein hier. Das ist der Windkanal, wie wir ihn dann restauriert hatten, nach allen Arbeiten, richtig schick und modern und schön. Und der Windkanal befindet sich hier in Bremen, da, wo der blaue Punkt ist. Das ist jetzt eine uralte Karte, etwa von 1890. Man sieht, dass hier die Straßenbeziehungen noch viel kleinteiliger sind als heute. Der Breitenweg, den gibt es damals schon, der geht hier jetzt so durch. Moment, hier muss ich gucken, der Breitenweg geht hier hinten durch. Am Remberti-Ring vorbei, hier ist jetzt der Remberti-Ring, dann geht es hier Richtung Dobben, hier geht es zu seinem alten Haus in der Fassmerstraße. Und früher war das halt so richtig schöne Gegend, in etwa so, wie man heutzutage das Viertel sieht. Das heißt, der Windkanal war mal was ganz anderes. Und warum ist der Windkanal überhaupt da, wo er ist? Das ist immer eine oft gestellte Frage. Wir haben hier die Löningstraße und es ist in etwa da, wo ich jetzt mit der Maus bin. Da hatte Henrich Focke 1923 sein erstes Büro gehabt. Es gab damals eine zweigeteilte Betriebsführung bei Focke Wulf am Flughafen, das Flugzeugwerk, hier in der Löningstraße das Büro. Und Henrich Focke hat sich damals die ersten aerodynamischen Versuchsmodelle in diesem Focke-Windkanal bauen lassen, als das noch eine kleine Tischlerei war, die für ihn dann aerodynamische Modelle gebaut hat. Ich gehe da jetzt mal drüber weg. Da ist dann unsere Plakette. In diesem Hause wurde 1923 das erste Focke-Wulf-Windkanal gebaut, bei einem Tischler Kuckuck. Jetzt schauen wir uns einmal an, in welchem Zustand unser Verein den Windkanal übernommen hatte. Das ist jetzt ein Bild irgendwann aus den 80er oder 90er Jahren. Da war der Windkanal sehr zugewachsen. Man sieht hier Efeu, man sieht das Dach als ein einziges großes Gebüsch. Noch einmal aus einer etwas anderen Perspektive. Und man sieht auch, dass die meisten Scheiben damals noch relativ heil waren. Ein paar Jahre später sah das Ganze anders aus. Da war der Windkanal auch immer noch zugewachsen. Der Hof voller Rhododendron, alles nicht mehr in so ganz perfekten Zustand. Die Seitenwand, alles nass, die Regenrinne war kaputt, es war alles grün, die Scheiben waren kaputt. Und man muss zugutehalten, dass man zumindest versucht hatte, hier mal eine Folie auf das Fenster zu legen, damit das Fenster dicht ist gegenüber Regen. Auch hier oben sieht man Pappen auf dem Dach, wo zumindest Ingo Focke versucht hatte, irgendwo diesen Windkanal, so gut er das mit seinen Möglichkeiten konnte, vor dem Verfall zu bewahren. Aber es hat leider nicht gereicht. Hier nochmal ein Bild des Daches, auch hier wieder Folie, Teppiche, ein bisschen Holz mit Folie. Der Windkanal war in einem Zustand, den man sich so eigentlich kaum vorstellen kann. Das ist unsere heutige Teeküche, auch da im Originalzustand 97, als wir da das erste Mal drin waren. Hier unten ein riesengroßer Werk Pappmaché, was Focke's Unterlagen waren, die hier noch im Windkanal waren, die mit einem großen Regal unter dem eindringenden Regen zusammengestürzt sind und wo wir dann gucken konnten, was können wir von diesem ganzen Pappmaché-Zeug noch retten? Was können wir noch digitalisieren und abfotografieren? Ähnlich sieht es im Büro aus. Einfach alles voll, alles durcheinander. Da haben wir zum Beispiel unsere Oberlichter, die jetzt wieder heil sind. Focke's Sohn hat hier eine Folie angebracht, womit das Wasser in eine Zinkwanne laufen sollte, was von oben runterkommt. Die Zinkwanne ist auch kaputt gegangen, das Wasser ist auf den Boden gelaufen und der ganze Boden war komplett aufgeweicht und verschimmelt, als wir dann diesen Windkanal das erste Mal betreten haben. Hier ist der Messtisch mit drei Wagen, vier Wagen, eine fünfte war noch hier. Die ist auf dem Bild nicht zu sehen, die haben wir inzwischen aber nachgekauft und die Wände sind kaputt, alles ist feucht, überall ist der Putz runtergefallen. Der Zustand hätte schlechter eigentlich nicht sein können. Aber es gelang uns irgendwann eben,
trotz dieses schlechten Zustandes in zwei Semesterferien, in zwei Sommersemesterferien den Windkanal in einen so guten Zustand zu versetzen, dass wir Sponsoren hier reinlassen konnten, die dann gesagt haben, wir finanzieren die Rettung dieses Windkanals, weil es eben höchstwahrscheinlich ein absolut einmaliges Denkmal ist. Da haben wir dann versucht, hier oben auf dem Bild neue Anschlussleitungen für Strom, Gas und Wasser zu legen. Die sind dann hier durch den Garten gekommen. Wir haben geguckt, wie malen wir das Gebäude an, dass wir hier Farbproben gemacht haben, dass dann hier die damalige Mitarbeiterin des Landesamtes für Denkmalpflege geguckt hat, nehmen wir jetzt Basalt 13, 14 oder 15. Hier waren wir dann schon etwas weiter wieder eine Kontrolle und das ist eben so faszinierend gewesen, dass das Landesamt für Denkmalpflege uns praktisch wöchentlich kontrolliert hat, ob wir bei der Instandsetzung des Windkanals vernünftig arbeiten und alles richtig zu machen. Das sind noch weitere Eindrücke. Das ist so ein Versuchskörper von Focke für sein Lieblingsthema der Nachtstrompropulsion. Hier sieht man einmal, was Holzwürmer anrichten können, wenn man sie über Jahre lang in Ruhe fressen lässt. Auch hier, das ist ein fester, ganz massiver Eschenholzkörper. Diese Körper hier oben sind hier unten zerfressen. Das sind etwa 70, 80 Zentimeter Länge. Die sind richtig schwer, die kann man kaum hochheben. Und die wurden von Holzwürmern so zerfressen, dass man das Holz einfach so zwischen den Fingern zerbröseln kann, wie Mürbeteig oder ähnliches. Und wie wird man dann die Holzwürmer los? Am besten, man stellt sich eine riesengroße Heizung hinter den Windkanal, das Bild unten rechts, heizt das ganze Gebäude einmal auf 80 Grad hoch und kocht die Holzwürmer regelrecht hart wie ein Ei, weil jedes Lebewesen enthält Eiweiß. Eiweiß gerinnt bei 60 Grad und wenn man dann ein Lebewesen auf 60, 70, 80 Grad erhitzt, dann wird es eben hart gekocht. Ups, das war ja zu schnell. Hier haben wir nochmal ein paar Bilder, wie wir den Putz sanieren. Hier wird der ganze Putz komplett abgenommen. Kommt spezieller Sanierungsputz da drauf. Wir mussten die Decke im Windkanal komplett neu einziehen und haben letztendlich wahnsinnig viel Arbeit gehabt, das Gebäude in einen Zustand zurückzuversetzen, dass erstmal die Hülle überhaupt in einer wettersicheren, wasserdichten, windbeständigen Form ist. Wind ist natürlich das Hauptthema hier. Das ist ein Nachbau unseres Propellers von Heinrich Focke. Hier noch im Rohbau, den mussten wir mehr oder weniger selber bauen. Hier dann das fertige Modell, wo wir das gerade wieder auf den Platz an der Windmaschine bringen, damit wir wieder vernünftige Windgeschwindigkeiten fahren können und dass wir eben auch 100% sicher sein können, dass der Propeller sich nicht zerlegt. Weil ein so ein Propellerblatt, wie wir es hier sehen, das liegt an Holz etwa 2-3 Kilo. In Ruhe. Wenn man das Propellerblatt aber auf 1400 Umdrehungen bringt, was die höchste Drehzahl dieser Windmaschine ist, dann wiegt so ein Propellerblatt durchaus 1,5 Tonnen umgerechnet. Wenn sowas dann durch den Raum fliegt, zerstört das alles, was sich dem in den Weg stellt. Dann wird das richtig gefährlich. Und deswegen müssen wir eben 100% sicher sein, dass so ein Propeller absolut stabil ist, dass er garantiert hält. So, noch ein paar Bilder nach der Sanierung. Ich gehe da jetzt einfach mal nur so durch. Die Vorderfront sieht schon wieder ein bisschen besser aus. Alles gepflegt, alles angemalt, alles wetterbeständig. Die Seitenwand ist wieder okay. Wir haben neue Fenster eingesetzt. Wir haben das ganze Gebäude auch isoliert, weil wir als Verein müssen ja irgendwo auch die Heizung bezahlen. Und Heizung für ein komplett unisoliertes Gebäude, bei unisolierten Seitenwänden, bei einem unisolierten Dach und bei unisolierten Fenstern auf dem Dach, das wäre natürlich höllisch teuer geworden. Also haben wir gesagt, wir isolieren das Gebäude und wir machen das richtig modern, vernünftig, klimatisch sauber und lassen nur die Vorderfront im Originalzustand, weil das ist die Sichtfront, die einzige Seite, die man wirklich sehen kann und das soll dann wirklich genauso aussehen, wie es zu Fockes Zeiten hier aussah. Das Dach komplett neu eingedeckt, komplett neue Scheiben. Unsere Teeküche ist der einzige Raum, den wir nicht im Original wiederhergestellt haben, weil wir überlegt haben, wir wollen hier als Konzept mit Studenten Versuche durchführen. Wir wollen hier Museumsbetrieb machen, wir wollen Museum sein. Und ab und zu möchte man sich dann auch einmal einen leckeren Münchhausen-Kaffee kochen. Man möchte mal abwaschen können, man möchte sich auch mal eine Pizza warm machen oder ähnliches. Dann haben wir halt gesagt, im alten Stil richten wir diesen Abstellraum, wo früher Fockes Unterlagen drin lagen, einfach wieder schön her und versuchen das Ganze sinnvoll zu nutzen. Das ist dann die Werkstatt im heutigen Zustand, das Büro im heutigen Zustand, der Messplatz wieder mit 5 Wagen und allen Drähten, die wir hier zum Messen brauchen. Das jetzt zu erklären würde den Rahmen dieses Abends sprengen, das wäre härteste technische Mechanik. Die eigentliche Messhalle sieht auch wieder vernünftig aus. Und hier ist dann die Windmaschine noch mit dem alten Rotor und
Man sieht hier einen etwa 4 Meter langen roten Strömungskörper, den hat Focke auch selber gebaut. Das ist dünnstes 0,8 mm Sperrholz, den kann man ohne großen Aufwand mit einem einzigen Arm hochheben, das wiegt nichts. Das ist unglaublich, welcher Leichtbau hier teilweise von Henrich Focke verwendet wurde. Und das ist stabil und funktioniert seit Jahrzehnten. Gut, den Deutschen Preis für Denkmalschutz hatten wir schon mal, da wollen wir nicht noch einmal drauf eingehen. Was tun wir so als Verein? Wir machen Versuche, wir haben den Windkanal wieder funktionsfähig eingerichtet. Wir haben hier einige Staurohre, um an mehreren Positionen gleichzeitig messen zu können. Wir haben auch Weihnachts- oder Nikolausaktionen mit Kindern, wo man also durchaus 6-, 5-, 6-jährige Kinder, 7-, vielleicht auch 10-jährige Kinder noch an die Aerodynamik heranführen kann. Das war Nikolaus, dann durften die einen netten Spruch aufsagen und ein Weihnachtsgedicht und dann haben sie ein kleines Geschenk bekommen und konnten gleichzeitig mal gucken, wie man so ein Flugzeugimitat mit Seitenruder im Windstrom bei uns steuern kann. Das ist dann ein Versuch des Fallturms. Der Fallturm hat hier lange Zeit regelmäßig Praktika für den Fachbereich 4 Produktionstechnik an der Uni Bremen gemacht. Das mussten wir jetzt aufgrund der Probleme mit den Eigentümern des Windkanals leider einstellen, weil wir einfach keine Zeit für solche Versuche haben. Wir hoffen, dass wir das irgendwann wieder machen können. Dann wurden wir bei einer Umfrage der Stadtwerke Bremen als gut für Bremen befunden. Als offiziell Zweiter waren wir, glaube ich, damals bei dieser Aktion. Ist auch schon ein paar Jahre her. Dann haben wir diverse Male Jugendforschgruppen hier gehabt. Das ist jetzt eine Jugendforschgruppe aus Hamburg. Und das ist natürlich eine Story, die man einfach erzählen muss, auch in etwas ausführlicherer Form. Wir haben hier in Bremen einen Windkanal direkt in der Nähe des Hauptbahnhofs. In Hamburg gibt es auch einen Windkanal, nämlich den der Technischen Universität Hamburg. Und genau in der Etage unter dem Windkanal der TU Hamburg sitzt das Hamburger Büro von Jugendforsch. Und der nette Herr, der da, oder Schüler, der da steht, der saß also regelmäßig im Jugendforschbüro in Hamburg unter dem Windkanal, aber durfte nicht diese eine Etage hochgehen, um dort seine Versuche zu machen. Er hat also versucht, einen Windkanal zu finden und ist dann bei uns in Bremen fündig geworden, weil wir konnten sagen, ja, interessanter Versuch, mach mal. Haben uns getroffen, haben das vorbereitet und ein paar Wochen später konnte er dann sein Jugendforschprojekt im Windkanal bei uns testen. Das sollte ein autonom fliegendes Flugzeug werden, was mit diversen Sensoren seine Position im Windkanal halten kann. Es wurde auch ausgezeichnet mit einem Sonderpreis. Dann haben wir mal wieder einen Borgward-Traumwagen im Windkanal gehabt, das original aerodynamische Modell des Traumwagens. Das war ein ganz besonderes Fahrzeug. Darauf ist Peter Kurz in dem Vortrag vor 2 Wochen ja auch schon eingegangen. Wir haben auch den Borgward P100 im Windkanal vermessen und einmal den CW-Wert bestimmt. Das Bild ist von Walter Gerbracht. Das hat er uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Hier steht das auf einer speziell angefertigten Waage zur CW-Wertbestimmung. Wir haben aber auch schon Messungen an 9 Rigs gemacht. Das ist ein sogenanntes Swing-Rig, was sich ein genialer Schiffskonstrukteur ausgedacht hatte, weil er einfach mal gucken wollte, wenn sich das Schiff zur Seite neigt und ich jetzt einen Swing-Rig habe, kann ich dann vielleicht mehr Vortrieb erzeugen. Wir haben aber auch schon mal es fast hinbekommen, den Focke-Windkanal zu Bremens einzigem Museum zu machen, was gar nicht gewusst hätte, wohin mit dem ganzen Geld. Also Sie sehen hier ein Anemometer, um Windgeschwindigkeiten zu messen. Wie kann man kalibrieren? Und als wir diesen Versuch gemacht haben, waren wir ein komplett zertifiziertes Kalibrierlabor und wir wären 1 von 3 Laboren in ganz Deutschland gewesen, was diese Kalibrierversuche hätte machen dürfen. Das hätte uns einen Geldsegen gebracht, wo wir alles, was an Studentenversuchen und so weiter hätte finanziert werden können, ohne Probleme hätten finanzieren können, wenn es nicht gewisse Leute gegeben hätte, die dieser Erfolg nicht gefallen hat. Und man hat es damals dafür gesorgt, dass wir diese Versuche nicht fortführen können. Das ist bedauerlich, aber es ist nun mal so. Das ist die Geschichte des Windkanals. Dann wurden hier schon Dokumentationen über Henrich Focke gedreht, hier Radio Bremen und Eike Besuden. Und wir haben noch einmal einen Jugendforschversuch. Auch das ist wieder ein sehr interessanter Versuch. Man sieht an der Vorderkante des Tragflugs des Modellflugzeuges so kleine Häkchen. An diese Häkchen wurde eine Hochspannung von mehreren 1000 Volt angelegt, zwischen dem Häkchen hier und hier vorne der Elektrode. Und man wollte erreichen, dass sich die Strömung genau entsprechend der Feldlinien anschmiegt und dann ein wesentlich höherer Auftrieb erzeugt werden kann als ohne diese Elektroden. Der Erfolg war da, das hat funktioniert, man hat also wirklich messen können, dass eine Hochspannung am Flügel den Auftrieb steigern kann. Auch da wieder, Jugend forscht natürlich, was sonst.
Und die Frau oder das Mädchen, die Schülerin, die diesen Versuch gemacht hatte, ist extra aus Koblenz hier nach Bremen gekommen, weil es tatsächlich nicht möglich war, irgendwo zwischen Koblenz und Bremen einen anderen Windkanal aufzutreiben, wo man sie die Versuche machen lässt. Und da ist man wieder bei der Bildung in den MINT-Fächern, weil wir haben sogar schon Anfragen gehabt aus Flans, der französischen Überseegebiet La Réunion, das liegt vor Madagaskar. Auch da wollte jemand hier bei uns in Bremen Versuche machen, dass man also annehmen kann, dass wirklich zwischen der Südspitze von Afrika bis Bremen kein Windkanal existierte, einfach so mal eben Hobbyforschern zugänglich gemacht werden kann, zu vernünftigen und fairen Konditionen. Und wir hätten das hier machen können. Das Ende des Windkanals begann dann am 16.02.2012, als die Tochter Hendrich Fockes uns fristlos gekündigt hatte und damit eine Zeit begann, wo wir nicht mehr wussten, wie machen wir jetzt weiter, wie soll es hier im Windkanal weitergehen. Und lohnen sich für uns überhaupt noch große Investitionen? Können wir noch Sponsoren gewinnen, die hier irgendwie die Zukunft finanzieren, die irgendwelche Versuche finanzieren, die Studentenprojekte fördern? Und um es kurz zu machen, wir wissen bis heute nicht, wie es weitergeht. Es gibt zwar inzwischen eine Stiftung, aber auch da ist die Situation sehr unbestimmt und sehr unklar, dass wir nach wie vor hoffen, dass wir endlich so weit kommen, dass dieser Windkanal wieder so gut weitermachen kann, wie wir eigentlich einmal schon standen, als wir mit der Firma germanischer Leute hier Versuche hätten machen wollen. Und ich würde an dieser Stelle jetzt auch das Ganze beenden und ich hoffe, dass es jetzt im Chat ein paar Fragen gibt, die ich beantworten kann. So, erstmal vielen Dank, lieber Kai. Vielen Dank fürs Zuhören übrigens. Vielen Dank für deinen tollen Vortrag. Wirklich, mir hat sehr gut gefallen. Ich denke, den Teilnehmern auch. Und ja, toll, wie ihr dieses Denkmal, was ja früher kein Denkmal war, zu einem Denkmal gemacht habt und was für tolle Projekte. Und wir drücken natürlich auch fest die Daumen, dass es bald wieder bergauf geht und dass ihr neue Ziele habt, die ihr dann verfolgen könnt. Da sind wir uns ja auch ganz ähnlich, dass wir quasi so die Technik der Vergangenheit mit in die Gegenwart und die Zukunft nehmen wollen. Und das ist ja bei euch auch sehr gut gelungen und ist ja nach wie vor aktuell. Also vielen, vielen Dank nochmal. Jetzt kommen hier ein paar Lobeshymnen. Vielleicht siehst du das auch im Chat. Ich sehe das, ja, das jetzt auch. Ich muss jetzt mal durchgucken. Bitte ja, weiter. Eine Zuhörerin hätte gerne nochmal die Kontaktdaten. Vielleicht kannst du einfach die Homepage nochmal nennen. Da findet man ja alle Kontaktdaten. Ja, das ist Kanal. Und ich denke, wir müssen einfach wirklich, sobald es geht, dich mal wieder besuchen im Windkanal. Ich war ja auch schon öfter mal zu besuchen. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Und man denkt, man ist in der Zeit stehen geblieben. Und Hendrich Focke kommt gleich um die Ecke. So, jetzt mache ich mal ganz kurz meine Bildschirmfreigabe wieder weg. Ist die ist weg. Ja, die ist schon weg. Habt ihr die ausgeschaltet? Oder war ich irgendwann plötzlich weg zwischendrin? Es kann sein, dass die ausgeschaltet wurde. Gut. Damit man dich im Großformat sieht. Okay, gut. Ich war es nicht selber. Das ist für mich auch das erste Zoom-Webinar, wo ich sozusagen der Vortragende bin. Ich muss jetzt das mal eben anders hinschieben, dass ich lesen kann, sonst geht das nicht. Also ich soll Fragen beantworten. Nachfolgende punktuelle Vertiefungen, da möchte ich bei dem Heinrich Wie, was ich nicht lesen kann, wie er weiter heißt, da müsste man natürlich die entsprechenden Fragen stellen oder irgendwann einmal bei uns in den Windkanal kommen, dann können wir jede Frage etwas genauer beantworten. Die Kontaktdaten vom Windkanal kann ich auch an Astrid beantworten. Ich würde einfach suchen, focke-windkanal.de ins Impressum schauen, da stehen unsere Kontaktdaten komplett drin. Ansonsten danke für den Vortrag, das ist natürlich schön. Aber es gibt keine Fragen. Jedenfalls sehe ich keine. Nee, ich auch nicht. Also gut, du hast ja auch sehr viel berichtet und wenn im Nachhinein noch Fragen kommen, kann man dir ja auch jederzeit dann über die Homepage noch Fragen stellen, denke ich. Und ja, vielen, vielen Dank. War sehr spannend. Also ich denke, auch wenn noch jemand Fragen hat, dann sollte man die jetzt möglichst schnell in den Chat schreiben, weil sonst fürchte ich, verabschieden wir uns hier gleich. Ich kann ja noch mal eine kleine Vorschau machen, was demnächst kommt. Und zwar, vielleicht hat denn jemand noch Zeit zu schreiben. Am 29.06., auch wieder am Dienstag, ist der vierte Teil der digitalen Vortragsreihe Pioniere aus Bremen, Technik, die begeistert. Und zwar wird dort Siegfried Monser sprechen, zu Pioniere der Raumfahrt. Herr Monser ist der Raumfahrtkoordinator der Stadt Bremen und hat auch spannende Dinge zu berichten. Und der letzte Vortrag in dieser Reihe wird dann, ich muss gerade mal gucken, am 20. Juli, also kurz vor den Sommerferien sein, da geht es um Pioniere der Zukunft
um Elektromobilität, Wasserstoffmobilität. Und da freuen wir uns auch schon sehr. So, jetzt gucke ich nochmal. Aha, eine Frage. Kai, wie ist das Verhältnis des Vereins zum Eigentümer? Na gut, das ist ja natürlich jetzt eine spezielle Frage, die ja nichts so mit dem Thema Pionier Henrich Focke zu tun hat. Das könnt ihr nochmal privat weiter diskutieren. Das ist eine Frage, die vielleicht ich jetzt verständlicherweise nicht beantworten werde. Also tut uns leid. Da leider nicht. Ja, dann bedanke ich mich nochmal bei allen, auch natürlich beim Focke-Museum, bei Herrn Scherpe, bei Frau Albrecht und dem ganzen Team, dass wir diese schöne gemeinsame Reihe zusammen machen. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend und freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Das Wetter war ja diesmal besonders gut, aber wie man sieht, das Thema interessiert doch immer sehr. Vielen Dank nochmal für nochmal allen. Bis zum nächsten Mal. Und das natürlich auch von uns. Tschüss. Tschüss. Tschüss.